Hi, dieses Video ist über das preisgekrönte Elektro-Kabuki-System, verwendet auf der ganzen Welt in der Event- und Theaterindustrie. Die DMX-Control wird hier genauer erklärt. Schauen Sie sich auch die anderen Videos auf IKTV an, um mehr über das Elektro-Kabuki-System zu erfahren. Mit einer AF2-Steuerung kann man das Elektro-Kabuki-System mit einer DMX-Control auslösen. Und so geht's. Bevor man diese Funktion benutzen kann, muss die DMX-Adresse für das Elektro-Kabuki-System entsprechend der DMX-Control sein. Die aktuelle DMX-Adresse kann man durch das Fenster auf der rechten oberen Ecke der Steuerung erkennen. Wenn man sie ändern will, erstmal sicherstellen, dass das Stromnetz abgeschaltet ist. Dann das Fenster entfernen. Wir haben hier die Adresse zu 112 eingestellt. Diese Nummer zeigt die Circuit 1 DMX-Adresse an. Die Circuit 2-Adresse wird die nächste Zahl 113 zugeordnet. Die nächsten zwei Adressen, 114 und 115, werden ebenso belegt. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn ein Signal höher als 224 auf diesen Kanälen ist, wird das Auslösen des entsprechenden Circuits verhindert. Die Steuerung hat zwei XLA-Anschlüsse für DMX, einen Eingabekanal und einen Ausgangsanschluss. Dieses liefert ein Durchsatzleistungssignal, welches hilfreich ist, wenn noch andere Geräte in der Leitung sind. Wenn das Hauptversorgungsnetz angeschaltet ist und der rechte drehbare Schalter zu DMX geschaltet ist, leuchtet das DMX Active Licht auf. Wenn das DMX-Signal größer als 224 für einer der ersten beiden Adressen ist, wird das entsprechende Circuit ausgelöst. Das kann man auch auf der Steuerung sehen. Beide Check- und Arm-Modi sind hilfreich, um sicherzustellen, dass die DMX richtig funktioniert, bevor man auslöst. Das war unsere Einführung zu der Einstellung der DMX-Control für das Elektro-Kabuki-System. Wir hoffen, Sie fanden es hilfreich. Mehr Informationen über das Elektro-Kabuki-System auf elektrokabuki.com. Downloaden Sie dort die Betriebsanleitung, schauen Sie sich verschiedene Aufbauten an und holen Sie sich Ihr persönliches Angebot.